Und jetzt das Heute-Journal. Guten Abend. Wir machen das wirklich ungern, aber wir müssen doch wieder mit dem Corona-Thema in die Sendung gehen. Es hilft, stellt sich raus, nichts, dass die Omikron-Variante nicht schwerer krank macht als Delta, vielleicht sogar ein bisschen weniger schwer. Entscheidend ist, dass Omikron viel schneller, viel mehr Menschen ansteckt als die früheren Varianten. Ein Virus kann ein Gesundheitssystem mit der schieren Fallzahl in die Knie zwingen. So geht es los, twittert der Virologe Christian Drosten ohne Triumph. Er beschreibt schlicht den natürlichen Vorgang. Viren, mikroskopisch kleine Organismen, sind eine Naturgewalt. Wahrscheinlich ist das, was mittlerweile in Großbritannien sogar die Regierung Johnson aufschreckt, der Entwicklung auf dem Kontinent nur ein kleines Stück voraus. Andreas Stamm berichtet. Der Blick in eine Postfiliale genügt, um zu erahnen, was los ist. Corona-Tests statt Weihnachtsbriefe bringen das Verteilsystem an den Rand des Zusammenbruchs. Der drohe auch den Krankenhäusern wegen Omikron, wenn nicht schnell gehandelt werde. Kontaktbeschränkungen, etwa was Treffen in Innenräumen angehe, so die wissenschaftlichen Berater der Regierung. Was am wichtigsten ist, dass wir noch mehr Menschen impfen, aber wir haben es schleifen lassen und nun reicht das nicht. Wir könnten uns im Januar in einer furchtbaren Situation wiederfinden. Entscheidend werde sein, ob Omikron milder verlaufe oder nicht. Die Regierung hat zwar das Booster-Programm hochgefahren, mehr als 800.000 Nadelstiche am Tag, doch zu wenig, so die Experten, solange Veranstaltungen wie die Darts-WM weiterliefen oder volle Stadien bei Fußballspielen. Und genau in der Premier League zeigt sich, wie schnell Omikron sich verbreitet. Wegen zu vielen erkrankten Spielern wurden jetzt 6 von 10 Wochenendpartien abgesagt. Die enorme Ausbreitungsgeschwindigkeit zeigt diese Grafik, basierend auf Zahlen einer britischen Gesundheitsbehörde. Die Infektionen mit Delta blieben in London über Wochen recht stabil. Mitte November taucht Omikron auf. Die Variante lässt seit Anfang Dezember die Zahlen in die Höhe schießen. Am Nachmittag rief der Bürgermeister für den Omikron-Hotspot den Katastrophenfall aus. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen steigt nun ebenfalls. Noch vor wenigen Wochen hatten wir die wenigsten Fälle im Land. Nun sind wir die Region mit den meisten. Und die Zahl der infizierten Londoner wird so schnell so groß, dass sich immer mehr krank melden. Das gefährdet die Funktionsfähigkeit etwa von Polizei oder Feuerwehr. Und ganz speziell habe ich die Sorge über den wachsenden Personalmangel im Gesundheitssystem. Für morgen ist ein Treffen des Nationalen Sicherheitsrats geplant. Über Maßnahmen bis hin zu einem Lockdown werde diskutiert. Doch Premierminister Johnson konnte in dieser Woche moderate Einschränkungen nur mit Hilfe der Opposition durchsetzen. Einmal mehr könnte der Premier den Zeitpunkt für härtere Maßnahmen verpassen, zum Schaden des Landes. Nur eins hat wenig gebracht: Grenzen dicht machen. Omikron sollte draußen bleiben. Der Flugverkehr mit dem südlichen Afrika wurde eingestellt. Der erste Gedanke der politisch Verantwortlichen. Rund 14 Tage später, Mitte dieser Woche, wurde die Maßnahme wieder zurückgenommen. Es sei sinnlos geworden, Staaten auf rote Listen zu setzen, erklärte der Gesundheitsminister. Denn ist Omikron angekommen, beginnt es seinen Siegeszug. Genau deshalb hat die Bundesregierung jetzt die britischen Inseln als Variantengebiet eingestuft. Das bedeutet, man kann von dort nur noch nach Deutschland einreisen mit einem PCR-Test. Plus man muss dann 14 Tage in Quarantäne. Eine Quarantäne, aus der man auch nicht mit einem Test wieder rauskommt. Eine erhebliche Erschwerung. Auf dem Kontinent hat der beginnende Galopp der Omikron-Variante die Regierung der Niederlande jetzt zu einem schweren, weil sehr unpopulären Schritt gezwungen. Ab morgen früh geht das Land in einen harten Lockdown. Schlagartig Schluss heißt das mit Weihnachtseinkäufen und großen Familientreffen bis Mitte Januar. Anne, warum so plötzlich und warum so hart? Weil die niederländische Regierung offenbar die Ausbreitung der Omikron-Variante unterschätzt hatte. Man war auch, ähnlich wie in Deutschland, mit der Bildung einer neuen Koalitionsregierung beschäftigt. Und insgesamt gingen die Infektionszahlen in den Niederlanden runter. Aber jetzt haben die Experten, die die niederländische Regierung beraten, Alarm geschlagen. Denn in Amsterdam verdoppeln sich die Infektionszahlen alle 2 bis 3 Tage. Und schon jede 4. Infektion geht in Amsterdam auf die Omikron-Variante
Variante zurück, die schon vor Weihnachten, also bis nächste Woche, die dominante Variante in Amsterdam sein könnte. Dazu kommt, dass die Niederlande bei den Auffrischungsimpfungen ziemlich zurückliegen. Sie fangen jetzt erst an, Menschen über 65 zum dritten Mal zu impfen. Auch deshalb ist die Sorge groß. Wie kommt das denn an? Es gab ja schon Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in den Niederlanden, bevor diese drastische Maßnahme, im Grunde Stillstand des Landes vor Weihnachten, einschließlich Weihnachtsfeiern im Familienkreis sind kaum noch möglich, beschlossen wurden gerade eben. Also erstmal sind die Niederländer, nachdem sich das heute Morgen und bis heute Mittag herumgesprochen hatte, dass ein Lockdown kommt, in die Innenstädte gestürmt, um schnell noch Weihnachtsgeschenke zu kaufen und diesen Samstag sozusagen noch einmal zu einem Superspreader-Event zu machen. Insgesamt muss man sagen, dass die Niederländer mit einer Mischung aus Erleichterung und Entsetzen reagiert haben auf diesen Lockdown. Denn die Regierung Rutte fährt ja schon seit Beginn der Pandemie einen Zickzackkurs. Es gab mehrere harte Maßnahmen. Und schon zweimal hatte der Premierminister auch die Pandemie im Sommer und im Herbst für beendet erklärt. Jetzt also eine erneute Rolle rückwärts der Regierung Rutte. Von Deutschland gesehen ganz nebenan. Dankeschön, Anne. Die Nachrichten aus dem nahen europäischen Ausland haben offenbar diejenigen nicht erreicht, die in deutschen Städten heute Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen veranstalteten. Diese Szene wächst, wird breiter, lauter und zeigt in ihren extremen Bereitschaft zur Gewalt. In Göppingen lud die Alternative für Deutschland zu einer Kundgebung für die Freiheit, wie es hieß, und gegen Impfpflicht, Bevormundung und Lockdown ein. Rund 600 Impfgegner kommen. Sprechchöre fordern den Rücktritt des Oberbürgermeisters. In Neumarkt, laut Polizei, sind es 2300 Impfgegner. Die meisten kamen am Abend in Hamburg zusammen unter dem Motto: Das Maß ist voll, Hände weg von unseren Kindern. Sind dort nach Schätzung der Polizei mehr als 11.000 Demonstrierende unterwegs. Vielerorts formte sich Gegenprotest und es blieb wohl überwiegend friedlich. Im Osten Thüringens, in der Stadt Greiz, die sich Perle des Vogtlands nennen lässt, haben heute Bürger und Bürgerinnen von sich hören lassen, friedlich. Musik gegen die Gewalt, die letzten Samstag in Greiz auf Corona-Demonstrationen durchbrach. 14 Polizisten wurden verletzt. Melanie Haag und Johanna Kiesler berichten. Greiz dreht die Lautsprecher auf. Mit Friedensliedern, die am Abend vom Dach der Vogtlandhalle tönen. Eine Aktion, die Frieden stiften soll, in ihrer Stadt, in der auch heute wieder zu sogenannten Spaziergängen aufgerufen wurde. Wir haben die Idee, dass es vielleicht schön wäre, einfach mal ein Element zu spielen, was jeden betrifft und berührt, nämlich Musik. Und haben festgestellt, dass alle so froh sind, dass wirklich auch mal eine Stimme kommt, die für sie spricht. Und zwar für die Menschen, die eben nicht auf der Straße waren und die eben überhaupt nicht einverstanden sind, auch mit diesen gewaltvollen Szenen. Es sind Vereine, Kirchen, Firmen, die den andauernden Protesten etwas entgegensetzen wollen. Proteste, die letzten Samstag eskalierten. Nicht nur 14 verletzte Polizisten, auch verängstigte Kinder, die an diesem Abend eine ihrer Aufführungen des Weihnachtsmärchens in der Vogtlandhalle gehabt hätten. Die Vorstellung mussten sie kurzfristig absagen. Man ist einfach fassungslos, wenn man hier in so einem Haus eingekesselt ist, mit Kindern nicht mehr raus kann. Draußen laufen Vermummte, es gab Böller, die geschmissen wurden. Das war einfach so der Moment, wo wir gesagt haben, irgendwas müssen wir jetzt zeigen. Das ist ja nicht mehr das Bild, was wir von unserer Heimatstadt haben und auf was wir auch unser Engagement aufbauen können. Deshalb seien die Friedenslieder ein richtiges Zeichen, das ihr Theater unterstützt. Greiz, die Stadt mit ihrem Schloss und Sommerpalais, die sich selbst gern Perle des Vogtlands nennt, sucht Antworten. Thomas Schäfer hat eine Brauerei in Greiz und seit vielen Monaten Einbußen bei seinen Kunden wegbrechen. Frust hat er auch. Nur habe der seine Grenzen. Manche Leute haben Angst vom Impfen. Gastronomen sind betroffen, dass die Kneipen so gut wie zu sind, weil unter 2G natürlich auch weniger Kunden zu ihnen kommen. Und dass man dagegen demonstriert, habe ich absolutes Verständnis. Wo ich halt kein Verständnis dafür habe, dass sich dann Leute anschließen, die einfach nur auf Randale aus sind. Deshalb unterstützt auch er die Aktionen gegen die Gewalt in seiner Stadt. Heute Abend sind es nicht nur Lieder.
Diese Figuren sollen für die stille Mehrheit stehen. Letztendlich sind wir Menschen und am Ende dieser Pandemie müssen wir uns in die Augen gucken können. Und irgendwie wieder zueinander finden. An diesem Abend blieb es ruhig in Greiz. Und die Nachrichten schließen hier an. Ja, auch Österreich verschärft die Einreiseregeln, um die Omikron-Variante einzudämmen. Schon ab Montag dürfen nur noch dreifach Geimpfte und Genesene ins Land. Wer keine Auffrischimpfung hat, muss ebenso wie die Genesenen einen PCR-Test vorlegen. Das wird auch viele deutsche Skiurlauber treffen, die nach Österreich wollen. Die aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland gehen weiter zurück, auch die Hospitalisierungsrate. Bundesweit sind 5,1 Menschen pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen wegen des Virus im Krankenhaus. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 321,8 gesunken. Das RKI meldete 42.813 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. 10.884 weniger als vor einer Woche. Hoch bleibt die Zahl der gemeldeten Corona-Todesfälle. 414 kamen hinzu. Knapp ein Jahr nach der Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger von Ex-Präsident Trump hat ein Gericht in Washington die bislang härteste Haftstrafe verhängt. Ein Mann aus Florida muss mehr als 5 Jahre in Haft, weil er Polizisten attackiert hatte. Bei dem Angriff auf den Sitz des amerikanischen Parlaments Anfang Januar waren 5 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 700 Beteiligte wurden seither angeklagt. Man kann dem Präsidenten der Türkei Anerkennung nicht verweigern. Das harte Handwerk autoritärer Herrschaft beherrscht Erdogan wie nur wenige. Er hat die aufbegehrende Jugend zum Schweigen und die Opposition zu großen Teilen hinter Gitter gebracht. Er hat seine früheren Verbündeten von der islamistischen Gülen-Bewegung zu Zehntausenden um ihre Arbeit, ihr Eigentum und ihre Freiheit gebracht. Die nationalistischen Militärs entmachtet und er lässt die Presse nach seiner Pfeife tanzen. Sie malt zumeist Erdogans Bild von einer blühenden Türkei. Fakten beugen sich dem Herrscherwillen. So sieht das aus. Jetzt versucht er das Gleiche mit den Gesetzen der Wirtschaft und des Kapitals. Und da beißt er sich gerade die Zähne aus. Wobei die Folgen spüren die Beherrschten viel mehr als der Herrscher. Noch. Jörg Brase berichtet. Die türkische Lira fällt, der Umsatz in der Grenzstadt Edirne steigt. Für die EU-Nachbarn aus Bulgarien ist die Türkei das Einkaufsparadies. Shopping-Touristen packen ein, was sie tragen können. Für 1 Euro bekommt man mehr als 18 Lira. Wann hat es das schon mal gegeben? Für uns ist das toll, aber für die Türkei wohl eher nicht. Für das türkische Volk ist es schlecht. Viele Ladenbesitzer freut der reißende Absatz, doch lange nicht alle. Das tut weh. Du kannst in deinem eigenen Land nicht einkaufen, weil die Preise zu hoch sind. Aber die Ausländer kaufen dein ganzes Land leer. Es ist leider die Realität und wird sich so schnell nicht ändern. Seit Monaten steigen die Preise. 21% Inflation, das ist die offizielle Zahl. Doch unabhängige Wirtschaftswissenschaftler haben einen Preisanstieg errechnet, der 3-mal so hoch liegt wie die Zahlen der Regierung. Die Inflation liegt nach unseren Zahlen bei rund 60%, um genau zu sein 58,65. Und wir gehen davon aus, dass diese Zahl noch steigen wird. Einen Grund für die Krise sehen Experten auch im Einfluss des Präsidenten auf die Zinspolitik der doch eigentlich unabhängigen Zentralbank. Erdogan feuerte bereits mehrere Zentralbankchefs, zwingt die Notenbank immer wieder zu Zinssenkungen. Jeder weiß, dass ich kein Freund hoher Zinsen war und ich werde das auch nie sein, damit das ein für alle Mal klar ist. Erdogans Volk aber leidet, Schlangen vor der staatlichen Brotausgabe. Und als sich nun auch erste Straßenproteste regten, verkündete der Präsident stolz, dass er den staatlichen Mindestlohn angehoben habe, um 50% auf nun rund 230 Euro im Monat. Ich hoffe, dass der neue Mindestlohn den Arbeitnehmern Glück bringen wird. Wir werden nicht zulassen, dass unsere Arbeitnehmer unter den steigenden Preisen erdrückt werden.
Doch das Glücksversprechen ihres Präsidenten reicht vielen nicht mehr aus. Die könnten den Mindestlohn auf 400 oder 500 Euro erhöhen. Das hilft nichts, wenn die Inflation doppelt oder dreimal so hoch ist. Mit jedem neuen Rekordtief der Lira und jedem neuen Rekordhoch der Preise wird die Stimmung der Menschen im Land immer schlechter. Der richtige Tipp in der europäischen Lotterie Eurojackpot hat eine schöne Bescherung ermöglicht, mehr als 73 Millionen Euro. Dieser Hauptgewinn geht nach Nordrhein-Westfalen an jemanden, der oder die 18,75 Euro für das Los investiert hatte. Die Gewinnzahlen von heute: 10, 16, 25, 28, 43, 46, Superzahl 8. Weitere Gewinnzahlen auf lottozf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Das Wetter in den Tagen bis Weihnachten wird doch noch winterlicher. Morgen aber bleibt es überwiegend trüb. Wolkenlücken nur im Südwesten und in Küstennähe. Im Nordosten etwas Regen bei kräftigem Nordwestwind bei 1 bis 9 Grad. In der neuen Woche gibt es mehr Sonne, erstmal selten Schauer und es wird kälter. Ab Dienstag nur noch zwischen minus 2 und plus 5 Grad. Und alles vom Sport gleich im Sportstudio, in dem Alexander Zverev zu Gast ist. Und morgen Abend bis fast Weihnachten sind Marietta und Kai Sölwe an diesen Plätzen hier. Wir wünschen Ihnen einen schönen vierten Advent.